Was ist mit Kleinkindern, die schuldunfähig sind und sterben, oder auch geistig behinderte Menschen? Werden diese gerettet? Das heißt, kommen sie in die Gegenwart Gottes? Kommen sie in den Himmel, wie man so sagt? Oder gehen sie verloren? Diese und weitere Fragen werden jetzt beantwortet, also bleibt dran. Um diese Frage zu beantworten, müssen einige biblische Prinzipien beleuchtet werden. Da gibt es zum einen das Prinzip der Sündhaftigkeit des Menschen. Jeder Mensch ist sündhaft. Und diese Sündhaftigkeit hat zwei Aspekte. Zum einen hat jeder Mensch seit der Empfängnis die sündige Natur, das sündige Wesen in sich, die Sünde in sich. Und diese sündige Natur seit dem Sündenfall bringt den Menschen eine Position der Verdammnis vor Gott. Das heißt, der Mensch ist getrennt von Gott aufgrund seiner sündigen Natur, denn Gott, der heilige Gott, kann keine Gemeinschaft haben mit Sünde. Und so ist der Mensch vollkommen getrennt, jetzt schon auf der Erde, aber auch dann im Jenseits ist er getrennt. Das ist die Verdammnis. Es gibt einen zweiten Aspekt der Sündhaftigkeit, denn aus dieser sündigen Natur resultieren sündige Werke, Taten und Gedanken und Worte, also Sünden. Und mit diesen Sünden häuft der Mensch Schuld an vor Gott, aber auch vor den Menschen, aber primär vor Gott. Das heißt, je länger der Mensch lebt, desto mehr Schuld hat ein Mensch vor Gott. Nun, jeder Mensch, auch ein schuldunfähiges Kind, hat die sündige Natur in sich, aber ein schuldunfähiges Kind oder unmündiges Kind oder geistig Behinderter kann keine Schuld anhäufen, denn es kann noch nicht zwischen gute und böse Taten unterscheiden. So gilt das zweite Prinzip bei so einem kleinen Kind nicht, denn es kann keine ethisch-moralische Entscheidung treffen und somit auch keine Schuld anhäufen vor Gott. Nun, der Mensch hat eine Verantwortung. Und auch diese Verantwortung des Menschen hat zwei Aspekte. Zum einen hat der Mensch die Verantwortung, sich zu bekehren zu Jesus Christus. Das heißt, Christus anzunehmen im Glauben als seinen Retter, um gerettet zu werden vor dieser Verdammnis. Um eine neue Natur zu bekommen, um das ewige Leben zu bekommen, muss der Mensch an Christus glauben. Das ist keine Option, sondern eine Willensäußerung, ein Gebot Gottes. Diese Verantwortung hat jeder Mensch. Und es gibt noch einen zweiten Aspekt der Verantwortung. Das ist eine ethisch-moralische Verantwortung. Das heißt, der Mensch muss sich letztlich vor Gott verantworten für das, was er getan hat. Also für seine ethisch-moralischen Werke, für seine Taten und für seine Sünden. Das ist eine ethisch-moralische Verantwortung. Weder das eine noch das andere kann ein schuldunfähiges Kind vollbringen. Ein schuldunfähiges Kind kann nicht die Entscheidung treffen für Christus oder gegen Christus. Es kann sich nicht bekehren, es versteht das noch nicht. Und es kann auch keine ethisch-moralische Entscheidungen treffen. Also diese Verantwortung kann ein schuldunfähiges Kind oder auch ein geistig behinderter Mensch oder ungeborener Mensch nicht vollbringen. Nun stehen wir vor einem Art Paradoxon. Zum einen muss der Mensch glauben, um gerettet zu werden. Er muss Christus annehmen im Glauben als seinen Retter, um gerettet zu werden, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite kann ein schuldunfähiges Kind nicht glauben. Es kann nicht die Entscheidung treffen für oder gegen Christus. Also das ist scheinbar ein Paradoxon. Heißt es denn nun, dass solche Kinder dann ewig verloren gehen und nicht gerettet werden? Definitiv nicht. Denn die Bibel macht klar, dass alle schuldunfähigen Kinder und geistig behinderte Menschen gerettet werden. Christus sagt, erstens, er stellt ein Kind in die Mitte und sagt, ihnen gehört das Reich Gottes. Also den kleinen Kindern gehört das Reich Gottes und Gott wird die Verantwortung nicht geltend machen können. Er kann ein Kind nicht zur Verantwortung ziehen, wenn ein Kind diese Verantwortung gar nicht übernehmen kann aufgrund der Unreife. Also eine Geltungmachung der Verantwortung wird Gott nicht durchführen. Und drittens, die Grundlage für die Errettung, obwohl sich ein solches Kind nicht bekehren kann, ist die Grundlage dennoch die Sühnung, die Jesus Christus an seinem Kreuzestod vollbracht hat durch sein Blut. Also Christus hat die Sünden der Menschen grundsätzlich gesühnt und auf Grundlage dieser Sühnung kann Gott diese Kleinkinder und auch ja generell schuldunfähige Menschen
erretten. Alle anderen müssen sich bekehren, die haben die Verantwortung, sich zu bekehren. Also, diese schuldunfähigen Kinder werden gerettet auf Grundlage des Blutes Christi, das hier Sühnung bewirkt. Nun gibt es einige falsche Lösungsansätze zu dieser Frage. Zum einen heißt es, nur getaufte Kinder, Babys, die dann sterben, werden gerettet. Das ist absurd, denn die Taufe ist gar nicht heilsrelevant. Oder Kinder von wiedergeborenen Christen werden nur gerettet. Auch das ist unbiblisch, denn die Errettung kann nicht vererbt werden. Oder nur auserwählte Kinder werden gerettet. Auch das ist falsch. Das ist eine Fehlinterpretation der Auserwählung. Schau dir dazu das unten verlinkte Video an. Oder Kinder oder Menschen, die sich im Laufe ihres Lebens bekehrt hätten, aber leider früher versterben und sich aber dann bekehrt hätten, nur diese werden gerettet. Auch das ist falsch. Gott beurteilt nie hypothetische Zustände, sondern er beurteilt immer den Status quo. Und auch die Idee, dass es noch eine Entscheidungsmöglichkeit gäbe nach dem Tod, auch das kennt die Bibel absolut nicht. Nun, festhalten muss man, schuldunfähige Kinder und generell Menschen werden gerettet. Nun ist die Frage, wann ist denn das Alter der Verantwortung? Wann erreicht denn ein Mensch das Alter, um diese Verantwortung zu übernehmen? Da führen alle Versuche, eine Altersstufe aus der Bibel abzuleiten, führen ins Leere. Die Bibel kennt viele Begriffe für Kinder, Kleinkinder, Jugend, aber diese stehen nie in Verbindung mit dieser Verantwortung, mit der Errettung. Es gibt zum Beispiel den Begriff der Entwöhnung, steht auch nicht in Verbindung mit der Errettung oder mit die Jahreszahl 12, das Lebensalter von 12, als Christus in den Tempel geht. Auch das macht keinen Sinn, daraus etwas abzuleiten. Es gibt Kinder, die zwischen der linken und der rechten Hand unterscheiden können. Das gibt vielleicht einen schwachen Hinweis darauf, wann ein Kind beginnt, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Also wenn ein Kind zwischen der linken und der rechten Hand unterscheiden kann, dann ist es vielleicht auch schon reif, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und dann nennt die Bibel explizit die Reife eines Kindes, nämlich exakt zwischen gute und böse Werke unterscheiden zu können. Es nennt zwar kein Lebensalter, aber es nennt die Reife eines Kindes, zwischen gut und böse entscheiden zu können. Und das variiert wohl von jedem Kind. Daraus ein Lebensalter abzuleiten anhand der Bibel macht keinen Sinn und führt ins Leere. Nun, wir dürfen aber uns darauf verlassen, dass Gott hier vollkommen gerecht sein wird. Gott wird dieses Alter bei jedem Kind individuell entscheiden. Er wird ein vollkommen gerechtes Urteil fällen. Der lebendige Gott ist durch und durch gerecht. Darauf dürfen wir uns verlassen und müssen uns da keine Sorgen machen, dass Gott hier ein falsches Urteil fällen wird. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, diese Frage besser zu verstehen. Falls du noch weitere hilfreiche Videos sehen willst, dann abonniere doch am besten gleich den Kanal und schaue dir nun dieses Video an.